Hallo ihr Lieben, und zwar haben wir hier, ganz spannend, die Sabine Graf bei uns im Laden und sie gerade mal mitten aus dem Geschehen gezogen, um von ihr spannende Sachen zu erfahren. Denn demnächst ist wieder mal die Miss Germany-Wahl und die ganzen Miss-Wahlen starten. Das ist ja quasi auch so ein, das eine ergibt das andere und sowas alles. Und da haben wir natürlich auch von euch spannende Fragen bekommen, die euch so interessiert haben. Und können natürlich direkt hier aus den Erfahrungswelten mal erzählen, wie es denn so hinter der Bühne wirklich aussieht. Bei wie vielen Misswahlen hast du denn überhaupt schon teilgenommen? Ja, also insgesamt habe ich bei 5 Misswahlen schon teilgenommen und ich war auch bei 2 Misswahlen in der Jury gesessen. Ah, das finde ich auch spannend. Ja, das ist. Wie alt ist die Altersliga da ungefähr? Von 15 bis 25? Ja, 25 ist wahrscheinlich schon älter. Nein, nein, also mit 25 kann man noch super an der Misswahl teilnehmen. Also für die Miss Germany-Wahl ist meines Wissens zwischen 16 und 28. Und also da ist mit 25 noch nicht Schluss. Also Mädels, ihr könnt immer noch teilnehmen. Okay, also ich wäre zu alt. Ist okay, aber nicht schlimm. Aber dann eine Frage, die noch beschäftigt oder die viele beschäftigt hat. Wie ist denn so die Stimmung? Sind da wirklich so Zickenalarm? Und was gibt es da überhaupt für Gesprächsthemen? Die ganzen Tag Diäten? Oder gibt es da noch was anderes? Klar, wird auch mal über die ein oder andere Diäterfahrung gesprochen. Also das ist ganz normal. Das ist auch, wenn man mit Mädels zusammen ist, da redet man über die Figur manchmal, über Problemzündchen und über Diäten, aber nicht den ganzen Tag. Also haben uns nicht 3 Wochen lang nur darüber unterhalten. Also das Schöne ist ja, dass bei einer Misswahl ganz viele verschiedene Leute zusammenkommen, aus den verschiedensten Berufen, Studenten, aus verschiedenen Studienfächern, ganz interessante Ausbildungsplätze, sogar Schüler sind dabei. Von daher, also wenn man sich darauf einlassen kann, dann lernt man ganz spannende Menschen kennen. Genau, und es ergeben sich tolle Themen. Also wenn man keine Lust hat, den ganzen Tag über Mode und Diäten zu reden, dann findet man auch jemanden, der auch mal über was anderes die Kurve redet. Genau. Wobei Problemtönchen ist ja auch so relativ, ne? Weil das ist natürlich immer, ne, unter jedem Dach ist ein Ach. Und jeder hat seine relativen Problemzonen. Natürlich auch, wenn jemand mal Size Zero hatte, dann ist natürlich dann, wenn er mal 3 Gramm mehr hat oder vielleicht ein halbes Kilo mehr, ist das natürlich schon eine Problemzone geworden. Insofern muss man da natürlich Abstriche machen. Und wenn man so die Bilder sieht, ihr dürft da auch nicht vergessen, das sind Mädels, die sich alle da wirklich mega drauf vorbereiten. Das ist ein ganzer Tag. Ich glaube, das ist ein Haar-Make-up-Artist, die mit Rollkoffern ankommen und ein Haarteam drumherum. Das heißt, das ist nichts, was ihr jeden Tag machen würdet, was integrierbar ist in den Alltag. Das heißt, das ist schon eine Sonderausnahme. Genau, genau. Das bedeutet natürlich auch, dass man den ganzen Tag dann ein bisschen am Aufpassen ist, dass man ja nicht die Frisur zerstört, weil da war gerade ein Haarartist dran und hat gerade eine ganz tolle Frisur gemacht, vielleicht für ein Shooting, so im 20er-Jahres-Style. Und dann muss man halt auch leider gucken, wenn man dann in dem Bootcamp ist, dass man dann halt dann nicht so in die Sonne geht oder ins Wasser geht. Und dann muss man halt dann doch lieber im Schatten warten, aber da gibt es ja genug Mädels, mit denen man dann quatschen kann. Also warten ist, glaube ich, echt ein Thema. Wer schon mal nicht meins, bin ich schon raus. Ich und warten, echt, ey, rote Ampel ist schon grenzwertig. Also muss man können. Das, ne, muss man können. Als Model und als Miss muss man warten können. Und das Bootcamp heißt? Ja, das sind so, bei der Miss Germany-Wahl werden so 3 Wochen im Voraus, wird man so richtig fit gemacht für die Wahl. Da gibt es so Knickelkurs, wie benimmt man sich am Tisch, welche Gabel nimmt man, wann und also Laufstegtraining. Das hat noch keinen geschadet, ne? Nein, nein. Nein, nein. Und deswegen, also man lernt so ein bisschen, ja, was bedeutet es denn eigentlich, eine Miss zu sein? Und man macht Interviews, man lernt weniger, manche mehr und manche weniger schnell. Also ich war weniger schnell, von der Kamera zu sprechen. Das war bei mir ein ganz schwieriges Thema am Anfang. Das konnte ich überhaupt nicht. Also man lernt auch da mit Medien umzugehen, weil man ist von Reportern umgeben, von Kameramenschen umgeben. Ja. Es wird von jeder Situation ein Foto geschossen. Das heißt, man muss immer aufpassen, dass man in einer vorteilhaften Position ist. Sonst hat man dann nachher ein nicht so tolles Bild im Internet. Ja, yeah, sind wir auch schon beim Thema, ne? Also quasi, man macht sich dann schön, man zieht natürlich auch Schuhe an, die man auf jeden Fall nicht den ganzen Tag normalerweise anziehen würde. Yeah. Muss man auch können, kann ich jetzt auch nicht. Und dann hat uns aber auch noch die Frage beschäftigt, warum macht man denn bei so einer Misswahl mit? Was motiviert einen dazu? Ja, bei mir war das so, es ist was komplett anderes. Also ich habe nicht so viel mit
Misswahlen vorher zu tun gehabt. Und ich war Student, also noch kein Student, also gerade angefangen, also noch Schüler und habe die erste Misswahl mitgemacht. Und da war ich noch gar nicht in dem Thema Mode drin. Und dann ja, war einfach mal ein Erlebnis, ein Abenteuer. Und als ich dann bei der Miss Germany war ich gerade im ersten Semester. Und es ist was ganz anderes als Physik. Und deswegen war es eine tolle Ablenkung, hat Spaß gemacht und man hat unglaublich viel Anerkennung bekommen. Und es war schön, man war in verschiedenen Zeitungen drin, man hat Berichte gehabt und es war einfach eine schöne Abwechslung mal. Das ist echt ein Thema mit der Anerkennung. Das ist ja, glaube ich, ein Grundbedürfnis von jedem, dass er eigentlich Lob und Anerkennung haben möchte. Manche mehr, manche weniger, aber für viele ist es wirklich ein unglaublicher Antriebsmotor. Und da ist natürlich dann egal, ob man das Summa cum laude, Abschlusszeugnis hat, irgendwas, sondern das ist diese Anerkennung im täglichen Leben, ne? Diese Anerkennung, Komplimente und sowas alles. Das genau. Natürlich, aber insofern, ich kann euch beruhigen. Es gibt natürlich auch andere Themen, die einen beschäftigen und man kann auch Anerkennung im täglichen Leben bekommen. Und daran haben wir auch mit Sabine gefeilt, dass man quasi das Beste und seine Kompetenz auch im täglichen Leben sichtbar macht, dass man Anerkennung bekommt im Job und einfach nochmal eine Stufe höher steigen kann. Ist auch ganz spannend, weil ich meine, was dein nächstes Ziel ist? Ja, mein Doktortitel tatsächlich. Das ist schon ganz spannend. Insofern, genau. Ja, es gibt einfach mehr als nur das schöne Aussehen, aber was natürlich immer schön ist, wenn man dabei noch schön aussieht. Und wenn das noch mit Leichtigkeit passiert, ist das umso wichtiger. Genau, also das soll ja Spaß machen, so schön auszusehen. Und ich möchte nicht jeden Morgen aufstehen und vom Schrank stehen und sagen, oh, jetzt muss ich das machen, sondern es soll einfach ganz einfach von der Hand gehen, damit es schön in das tägliche, ja, Alltag eingebunden wird. Ja, aber wenn man eine Traumfigur hat, heißt es noch lange nicht leider, dass man jetzt auch dieses Händchen dafür hat, was jetzt genau was mit mir macht. Aber dazu gibt es auf jeden Fall noch weitere Videos, die wir auf jeden Fall auch hier unten noch verlinken. Insofern teilt das gerne für die, die unbedingt gerne mal bei der Misswahl mitmachen möchten oder mal wissen wollen, wie es da hinter der Bühne wirklich aussieht. Und wir freuen uns auf viele spannende Themen auch noch gerne mit der Sabine Graf. Alles Gute. Ciao. Tschüss.